Werte Lords, werte Ladies da draußen, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Mountain Blade Warband auf der PS4. Und für diejenigen die von euch da draußen, die das Video nicht angucken, ja, guckt was anderes. das war wieder so was Geiles. Ach ja, schön, dass wir wieder da sind. Die heutige Folge, beziehungsweise die gestrige Folge, ich weiß noch nicht, ich fang schon wieder verwirrend an, tut mir leid. Also, heute ist Samstag. Zumindest bei mir hier ist Samstag. Ich bin heute noch nicht zum Aufnehmen gekommen und ich hatte jetzt auch noch nichts parat, aber falls ich schaffe, lade ich die Folge noch hoch. Wenn nicht, kommt sie ganz normal am Sonntag. So, jetzt muss ich allerdings erstmal wieder gucken. Genau, wir haben einen, ja, wir haben den Marshall ersetzt. Genau, wir haben den Marshall, es wird nicht länger belagert. Fürstin Lenard, ne, jetzt kein Festmahl, ganz sicher nicht. So, Katrin ist aufgestiegen, sehr, sehr gut. So, wir reisen jetzt erstmal zu unserer Burg hier hinten, die wir erobert haben. Ja, das ist mir klar, dass die Burg jetzt die ganze Zeit belagert wird, denn da sind keine Truppen drin. Für Seringos jetzt nicht. Das ist unser Marschall, aber jetzt nicht. So, wer belagert hier? Wer fatzt euch? Wird belagert. Da sind sogar Truppen drin, aber nur Gefangene. Moment, jetzt muss ich erstmal kurz was gucken. So, die Katrin. Fähigkeiten. Hat die Reiten? Ja, die hat Reiten schon auf 4. Okay, dann bekommst du mal ein bisschen... lasst mich überlegen. Wendigkeit. Vielleicht mal ein bisschen Stärke dazu. Einfach nur, damit es mal ein bisschen was aushält. Bogenzugkraft, Waffenmeister ist natürlich auch ganz wichtig. Und sie hat die Stangenwaffe. Ups. Das wollte ich nicht. So, okay. Wie gesagt, wir sind ja immer noch hier mit unserer kleinen Mischarmee. Die ist noch nicht perfekt, aber wie gesagt, zur Not können wir immer noch auf die Ritter zurückgreifen, die ja in Charis auf ihren Einsatz warten. So, jetzt müssen wir erstmal gucken. Burg Sharva. Sharva. Okay. Trupp von Matthäus Noyan. Die Burg hier wird ja eigentlich nicht mehr belagert. Ich jag die ja davon. So, wir gucken mal ganz vorsichtig hier hoch, wo dieser Fuzzi hier ist. So, Burg Asugan. 100 Soldaten. Was haben wir denn da? Berittene Kergit Bogenschützenveteran. Söldner Armbrustschützen und Kergit Lanzenreiter. Die Lanzenreiter nützen allerdings nichts so großartig im Nahkampf. Berittene Kergit Bogenschützen und Kergit Reiter. Also eigentlich nichts Besonderes. So, jetzt kommt es aber drauf an, was das für eine Art von Burg ist. Das ist wie immer dasselbe. Meine Zunge heute wieder. So, wir belagern die Burg. Bereite die Leiter noch. Oh, Gott sei Dank. Ich habe keinen Bock jetzt schon wieder auf so eine... Belagerungsturmgeschichte. Da hätte ich jetzt keinen Bock drauf. So, wir sind bereit. Gut, dann führe ich die Soldaten zum Angriff. Jetzt schauen wir mal. Okay. Das heißt, wir kommen da relativ hoch. Uah. Ich denke mal, das dürfte okay sein. Mit den Nordkriegern und den Huskalen dürfte das eigentlich in Ordnung sein. Die sollten allerdings mal ihre Schilde verwenden. Genau, und die Fernkämpfer sollen sich da mal ein bisschen drum kümmern, dass wir hier nicht auf den Sack kriegen, wenn wir die ganze Zeit hier sind. Bunduk! Bunduk! Ist ja interessant, hier sind gar keine Wachen hier vorne. Das war eine interessante Burg. Wow. So, jetzt reicht's aber. Oh, jetzt geht's los. Haut die Kerkeen weg. Sehr gut. Angriff. Oh, da hat ein Pfeil in den Kopf gekriegt. Fernkämpfer! Ah, diese Scheiße. Das ist ein bisschen verstreut hier, kommt mir so vor. So ein bisschen was von allem.
aber hauptsächlich sitzen die hier auf den Türmen. Es sind mehr Fernkämpfer. Mann, hör auf. So, der ist weg. Schlachtet ihn ab. Da unten sind noch mehr. Kümmert euch darum. Männer, schiebt doch mal. Wo ist überhaupt der Rest von unserem Trupp? Ja, okay, hier ist eine Hälfte. Aber wo ist der Rest? Und wo ist der Rest von den Gegnern? Sind die unten im Hof oder sitzen die hier alle auf den Mauern? Da oben. Ach du Heilige. Okay, so eine Burg habe ich auch noch nicht gesehen. Ja, ja, Katrin. Ja, genau. Boah, wie die hier reinfetzen mit ihren Scheißpfeilen. Aber vergesst es, ihr kriegt uns nicht. So, das war schon mal der erste. Der nächste folgt zugleich. Jawohl, im Nahkampf sind die Nordhuskale echt geil. Ach, da ist der Rest. Oh, shit. Ja, okay, das wird was. Die Burg hier ist echt verteilt. Also, das ist mal wirklich was ganz anderes. Was willst du? Komm du nur her. Yes! Stufenaufstieg. Hey! Hey! Ach, so, erwischt. So, wo sind die restlichen? Die kämpfen da jetzt an der Treppe. Ich gehe jetzt dahinter. Wow, du Sack! Hör auf! Ja. Komm her! So, gut, die sind weg. Da unten ist noch einer von uns gewesen. Wo sind die restlichen Gegner? Hier sind bestimmt noch irgendwo welche auf den Mauern verteilt. Da drüben stehen welche auf dem Dach rum. Hier hinten stehen unten welche im Hof. Dann wollt da rein. Jetzt will ich gerade mal gucken, ob ich da rüberkomme. Also die kämpfen ja hier so ein bisschen rum. Drücken halt ganz schön. Und wir versuchen uns erstmal hier um die Fernkämpfer zu kümmern. Damit die hier wechseln. Mann, das war meiner. So, der ist weg. Unten im Hof die... Wer ist das? Swadischer Scharfschütze. Okay, der kümmert sich darum. Das ist sehr gut. Ich könnte eigentlich die Fernkämpfer, könnte ich eigentlich alle hier hochstellen. Die Bogenschützen. Das wäre eigentlich eine sehr gute Position. Da könnten die von dort aus nämlich einfach alles niedermähen. Und die Huskrale könnten weiter vordringen. Wo kämpfen die denn? Ach, da unten, da versteckt sich einer. So, weg mit dir. Komm her. Komm her. Entgehe nicht deinem Schicksal. So. Wie schaut's aus? Ja, wir sind schon unten im Hof. Ja, das war's. Okay. Das lief relativ gut. Jetzt muss ich gerade mal gucken, wie viele Fernkämpfer haben sich denn da oben positioniert. Naja, nicht so viele. Aber die Verluste sind bestimmt hoch. 15 Stück haben wir verloren. Und hauptsächlich Nordveteranen. 4 Nordhuskale. Auf Dauer ist es nichts, weil da kommen wir nämlich gar nicht hinterher, die Armee immer am Leben zu halten. Das ist gar nicht so schön. Aber hier sind ein paar... Hier sind ein paar Truppen drin. Die könnten wir vielleicht benutzen. Man wird den da mal anheuern. Den hier mal anheuern. Also für eine Burg zum Erobern ist diese Armee jetzt vielleicht nicht das Optimum. Da wäre wahrscheinlich... Ein bisschen was anderes besser. Aber ich meine, immerhin, für den Anfang geht's. Wir nehmen mal die hier noch mit. Die hier auf jeden Fall. Und was haben wir denn da noch? Söldnerreiter, Wüstenräuber. Ist jetzt nicht so wirklich die Welt, aber die Wachmänner nehmen wir noch mal mit. Sarandinischen Fußsoldaten, Menschenjäger. Da ist wirklich nicht besonders viel. Wir nehmen das nochmal mit. Und vielleicht den nochmal. Vielleicht die Karawanenwachen. Müssen wir mal gucken. Also es ist auf jeden Fall jetzt nicht so...
Ist jetzt nicht wirklich die Welt, wo ich sagen würde, ja, das ist jetzt definitiv das Beste. Aber naja, wir nehmen vielleicht ihn noch mit, weil es halt ein Sarandinischer ist. So, gut. Ui, Jemine, wieder lauter Plunder. Plünder, Plünder, den wollen wir gar nicht brauchen. Egal. Den lass mal hier, ich verkaufe den Kram jetzt nicht extra nochmal. So, wir haben die Burg erobert. Das heißt, die gehört jetzt sowieso erstmal. Oder gebe ich die gleich jemanden ab? Wer hat denn hier noch keine Burg? Fürst Deklan, der hat doch noch gar keine Burg. Dann soll er sie bekommen. Ich denke mal, da er eine Stadt hat und uns eigentlich relativ gut gesonnen ist, dürfte das eigentlich okay sein. Von minus 7 zu 3 verbessert. Ja, ich denke mal, jetzt dürfte er uns auf jeden Fall wohlgesonnen sein. Jetzt habe ich Fehler gemacht, weil ich wollte eigentlich die Truppen, die ich da jetzt zusätzlich noch bekommen habe, wollte ich jetzt eigentlich just for fun, wollte ich jetzt eigentlich in die Burg reinstopfen, aber hat sich ja jetzt erledigt. So, jetzt müssen wir mal gucken. Die Burg hier ist mit 35 schon mal gesichert. Diese Burg hier muss ich. Wird belagert? Nein, die wird nicht belagert. Wer war das? Da, Burg Schawa wird nicht länger belagert. Die Burg hier muss ich auch noch irgendwem abgeben. Ich weiß nur noch nicht wem. Oh, 36.000 haben wir bekommen. Burg Schawa gibt 20.000 ab. Das ist nicht verkehrt. Okay. Ach ja, wir haben ja noch unser Level. Da müssen wir jetzt mal genau gucken. Die Erste-Hilfe-Fähigkeit müsste ich auch mal auf 5 hochkriegen. Da kriege ich sogar noch eine Trophäe dafür. Das ist die Frage. Warte mal, vielleicht mal die Intelligenz auf jeden Fall mal rauf. So haben wir mal 2 Punkte zur Verfügung. Athletik ist auch nicht verkehrt. Berittenes Bogenschießen, Plündern, Ausbilder wäre auch nicht verkehrt, aber ist schon Taktik. Ah. Wegfindung ist vielleicht auch nicht verkehrt. Truppgeschwindigkeit um 3% erhöhen. Bin gerade selber am Überlegen. Heilungsgeschwindigkeit des Trupps wird erhöht. Ich könnte das eigentlich mal machen, aber ich könnte auch mal einen Baumeister endlich mal raufkriegen. Baumeister rauf. Anführerschaft haben wir schon auf 6. Wisst ihr was? Dann machen wir die erste Hilfe nochmal dazu. Das ist ganz okay so. Das lassen wir mal. So, was können wir hier noch machen? Nicht besonders viel. Ich wechsle mal. Ich tue einfach mal so. Ja, so ist okay. So, wer war jetzt bereit zum Aufwerten? Ah ja, die swardischen Armbrustschützen. Das ist sehr gut. Nordkrieger, auch sehr gut. Infanteristen, Nordbogenschützen, Wachmänner, Karawanenwache oder Söldner Armbrustschütze. Ups. Verdammt. Ich wollte die mir erstmal angucken. Hey, egal. Ja, die Burg müssen wir auf jeden Fall irgendwem abgeben. Ich weiß nur noch nicht wem. Vielleicht. Oh, das nervt, dass die Burg jetzt permanent belagert wird. Kleiner Feindtrupp. Ja, aber die ist jetzt weg. Die sind weg. Gut. Ich denke mal, vielleicht haben sie jetzt endlich mal die Schnauze voll. So. Also gut, dann reiten wir jetzt erstmal kurz nach Charis, geben die Burg. Oh, das geht mir auf Keks. Geben die Burg jemanden ab, damit er sich drum kümmern kann. Ja, die Quest ist fehlgeschlagen. Ist mir aber relativ egal. Die anderen sollen auch ein bisschen. Oh. Die anderen sollen auch ein bisschen Krieg führen. Ich kümmere mich hier so ein bisschen um einzelne Kleinigkeiten. Sagen wir es mal so. Okay, also Burg Schawa müssen wir abgeben. An irgendjemanden. Ich weiß noch nicht an wen. Das nervt echt tierisch. So, erstmal zu unserer Burg. Vielleicht haben wir jetzt auch hier jemanden stehen, dessen Name mir swardisch bekannt vorkommt. Ich glaube, Reamald war sogar ein Swarde. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Brula, Tonju. Rafark. Graf Rafark. Warte mal, Fürst Rafark. Warte mal kurz. Charaktere. Wurf. Jetzt muss ich erstmal gucken. Graf. Nehmen wir mal. Fürst. Fürst Rafarsch. Er hat keine Lehen. Er ist euch gegenüber kooperativ. Familie. Fürst Deglan. Fürst Tredian. Ah ja. Okay. Wisst ihr was? Kein Problem.
Und ich wäre gewillt, euren Schwur zu akzeptieren. Wisst ihr was? Und du bekommst auch gleich eine Burg. Wo ist es? Lehengewährt. So. Welche war es jetzt? Burg Shava war es, glaube ich. Es war Burg Shava. Ja. Burg Shava an... Wo ist er denn? Rafark. Genau. Zu den ganzen Swadischen verbessert sich's da immer wieder. Hier Fürst Deglan, Heringos, Klagos, nur die anderen. Aus den anderen Königreichen, da sinkt das dann immer. Und das ist kritisch, da muss ich aufpassen. Wenn hätten nämlich nur die ganzen Swadischen Leute auf, Dings auf, ist mir auch recht. Fürst Tiridia, Reamald, Urubai, Nasugai. Ah ja. Jetzt will ich mal kurz... Ach ne, ich kann gerade nicht auf die Karte gucken, ne? Okay, fürs Rafat, eure Entscheidung, alles klar, muss ich mich nun empfehlen. Er sollte vielleicht noch ein Dorf bekommen. Ich weiß, das wird wahrscheinlich wieder Ungemach bringen, aber ich weiß noch nicht, welches Dorf. Ich glaube, es war Qualut, war da hinten. Ich bin mir nicht ganz sicher, es kann auch Habba gewesen sein. Egal, auf jeden Fall kriegt er das noch dazu und fertig. So, basta, die anderen sollen rumheulen von mir aus. Und jeder, der sich einem Feind anschließt, muss damit rechnen, dann von mir eigenhändig geköpft zu werden. So, wir gehen zum Marktplatz. Marktplatz. Verfault. Hm. Verfault. Toll. Wozu kaufe ich das denn, wenn ich es nicht esse? So. Wir kaufen Trauben und Räucherfisch. Brot haben wir eigentlich noch. Ein bisschen... Ups. Ja, scheiß drauf. Hauptsache wir haben. Hauptsache wir haben. So, weg mit... Weg. Also schön. So. Ah, ein Händler. So, vielen Dank. Gut, damit haben wir uns jetzt erstmal darum gekümmert, das. Warte mal, ich könnte vielleicht mal die Garnison von dieser Stadt hier verwalten. Welche Städte waren denn noch mein Eigentum? Ich bin gerade mal echt am Überlegen. Ich glaube, Dings war noch uns. Also, Charis war uns. Durbkuba war auch uns, aber da brauche ich jetzt keine Verteidigung großartig reinzustecken. Barur haben wir verloren, leider. Amarat gehört auch mir. Das lassen wir mal außen vor. Halma gehört jemand anderem. Wem gehört denn Veluka? Veluka gehört mir. Hm. Burg Veja gehört nicht mehr mir, das weiß ich. Ich glaube, mir gehören nur noch die Städte. Dann schicken wir mal kurz Truppen nach Amarat. Oder nach Durkuba. Ach, schicken sie nach Durkuba. Beziehung zu Kashak Noyans, das Dorf wurde geplündert. Truppen sind bereit. Halt, Moment. Truppen sind bereit? Nein, nicht aufhängen. Burg Shava wird nicht länger belagert. Sehr gut. Ah ja, Nordveteran. Okay. Swadische Armbrustschützen. Die Krieger bringen wir zu die Veterans. Der Nordfußsoldat macht wieder ausgebildet. Und den Nordburgeschütze zu den Langeburgeschütze. Oder? Ne, Nordburgeschütze-Veteran. Ja, gut. Egal. Nordfußsoldaten, Nordkrieger, yes. Den Wachemann machen wir daraus seltene Armbrustschütze. Wenn wir gerade eh schon dabei sind, ne? So, die Karawanenwache zu seltener Schwertkämpfer. Oh oh. Mein Luke Firewalker macht gerade wieder Scheiße. Ich hoffe, das Programm schmiert mir jetzt nicht ab. Ich mache da mal eine Pause. So, hoffentlich klappt's. Ich hasse es, wenn der schaltet sich immer irgendwann ein. So, sarandinischen Rekrut. Was, die Wüstenräuber zum sarandinischen Rekruten? Gott, da fängt er wieder ganz von Null an. Ja, der ist wahrscheinlich besser als gar nichts. Kergit, Stammeskrieger. Die ganzen Fuzzis muss ich abgeben, unbedingt. Deswegen, so. Verwalte die Garnison. Jetzt muss ich erstmal gucken. Die sarandinische Mameluk. Den geben wir mal. Ja. Sarandinischen Scharmützler. Den können wir eigentlich behalten. Den Söldnerreiter gebt mal ab. Was haben wir denn noch? Den Steppenbandit gebt mal ab. Den brauchen wir nicht. Söldner Armbrustschützen. Die gebt mal auch ab. So, ich bin nur gerade mal am gucken, was wir so alles wegtun. Den Kergiten sowieso, weil der gehört nämlich nicht zu uns. Deswegen gibt er wahrscheinlich dann wieder Minus. Den Wüstenräuber stummer weg.
Sonst wird daraus wieder so ein Sarandinischer. Die behalten wir mal. Ich meine, die haben ja jetzt sowieso nichts. Den Bogenschützen-Veteran. Seltener Schwertkämpfer. Den gibt man auch mal ab. Einfach mal weg mit. Und den Sarandinischen Rekruten, den hauen wir auch weg. So. Jetzt haben wir zwar ein paar Leute weniger, aber es ist halb so wild. Denn wir können uns ja hier noch bedienen. Wir haben ja noch hier Soldaten normalerweise. Haben wir denn noch irgendwas richtig Böses von den Nords? Wir haben hier noch zwei Veteranen, aber das ist jetzt nicht so die Welt. Die würde ich auch gerne einfach da drin lassen. Egal, dann lassen wir sie einfach da drin und gut ist. Ich würde sagen, wir kümmern uns dann nämlich erstmal darum, dass dass wir dann einfach mal weiter vorrücken, weil die Kergiten haben ja nicht mehr so viel in Anführungsstrichen. So, jetzt muss ich mal gerade mal kurz Moment, Bobby Boy fragt mich gerade was. Mitten in der Aufnahme natürlich. Einen Moment, den muss ich nur mal kurz antworten. So, Moment. So, gut, jetzt aber. Tut mir furchtbar leid. Okay, so, wir schauen uns mal die Karte an. Also, Narra gehört den Swarden. Das heißt, da können wir gar nichts reißen. Und den Kergiten gehört ja eigentlich nur noch Ichamur. So ein paar kleine Kackburgen, obwohl die Burg hier gehört denen, ne? Burg Distar gehört noch den Kergiten. Tulga gehört den Kergiten. Ja, und das war's. Die haben nur noch zwei Städte, eine Burg. Dann sind Kergiten weg von Landkarte gefeckt. So, jetzt gucken wir allerdings erstmal hier rüber nochmal. Wo bin ich überhaupt? Burg Azugan wird von Sanjak Khan. Burg Azugan? Wo war denn Burg Azugan? Stopp. Burg Azugan. Ach, da oben. Ja, wir reiten da jetzt eh gerade hin. Burg Shava? Auch noch. Okay, hier tun sie... Ja, hier tun sie gerade aufräumen, das ist sehr gut. So, wir jagen die jetzt mal kurz hier weg. Verpiss dich! So, und die hier oben jagen wir auch weg. Eine 300er Armee. Das wäre allerdings auch mal was. Da würde ich gerne mal so in der Burg sein und verteidigen, wenn sie angreifen. Das wäre natürlich geil. Der Sanjak Khan. Warte mal, können wir da vielleicht hier in die Burg hinein? Ja. Wir können hier eine Weile warten. Ich würde es gern drauf ankommen lassen, weil die Burg war ja ganz interessant aufgebaut. Ich meine, klar, ich würde es vielleicht nicht riskieren oder so. Irgendjemand hat da gerade wieder gekämpft. Ah ja. Trupp von Sanjak Khan greift die Mauern von Burg Azugan. Ihr habt 157 Soldaten, die gegen 301 des Feindes kämpfen können. Ihr entscheidet folgendermaßen. Wir stürzen uns ins Gefecht. So, jetzt muss ich gerade mal gucken. Wo sind die denn? Ah ja. Okay, wir lassen unsere Fernkämpfer. Müssten wir eigentlich alle mal irgendwie separat haben. Die Infanterie lassen wir mal angreifen. Und die Bogenschützen. Die Bogenschützen müssten eigentlich alle auf die Mauern vorne. Bewegungsbefehle. Das lassen wir erstmal kurz. Wir gehen erstmal vor an die Front. Schauen es uns dann an. Weil es nützt uns nichts, wenn die hier hinten stehen. Weil die sind nämlich da schon auf der Mauer drauf. Das mag ich nämlich gar nicht. So. Vor mit euch! Keine Gnade. Wo kommt der her? Ach, das sind ja auch noch 0815 Truppen dabei. Okay, so weit, so gut. Jetzt gucke ich gerade mal. Okay, die räumen auf. So, lasst sie auf keinen Fall die Mauern hoch. Scheiße, jetzt bin ich wieder mittendrin, stand nur dabei. Ach, voller Scheißkack. Kergit, mach dich vom Acker. Schön auf den Kopf drauf. Dann können die nämlich gar nichts machen. Jawohl, die Mauer steht. Jetzt können sie mal gucken, wie sie versuchen, kommen hier hochzukommen. Abmarsch.
Aber ich muss mal auf die andere Seite. Wenn wir die hier von zwei Seiten aufs Korn nehmen, ist besser. Zum Glück sind die vom Nahkampf her echt scheiße. So, Katrin, ich helfe dir mal. So, und jetzt drängt sie zurück. Ach, Fürst Rafar ist auch dabei. So, wo ist meine Axt? Ich muss mal was anderes machen. Bogenschütze. Hierher. Ne, warte mal, das war falsch. Ja, ich muss dann gleich nochmal vor auf eine andere Position. Aber egal. Das krieg ich mal schon. Wir müssen nur standhaft bleiben. Und alles, was kommt, kriegt erstmal Axt in den Kopf. Komm schon, es sind doch nur 300. Für jeden 20 Stück. Zum Glück haben die echt null Rüstung, dass wir die halt echt einfach mal so wegschnetzeln können. Das ist echt schön. Ah, jetzt kommen mal die Bogenschützen da hinten langsam ein Stückchen nachgerückt. So, hoffentlich schaffen die das mal kurzzeitig hier. Ich wollte die Bogenschützen nochmal anders positionieren. Das nützt mir nicht nichts, wenn die hier stehen, sondern ich bräuchte die hier. So, hier so ungefähr. Da haben wir viele Bogenschützen. So. Infanterie! Angriff! Und weil von dort aus können die vielleicht hier auf die Leiter draufballern. Ja, vielleicht kann ich denen auch sagen, dass sie angreifen sollen, alle. Vielleicht funktioniert's ja. Lass mal gucken, was sie machen. Naja, mal gucken. Meine arme Infanterie hier vorne wird aufgeraucht, so nach und nach. Aber die kommen hier nicht hoch. Ich guck grad mal, ob die da hinten auch schießen fleißig. Das sieht nicht so aus. Schön auf den Kopf. Jawohl. Da kommen wieder zwei, drei Nordhuskalle dazu. Das reicht wieder, um 50 von denen abzuwehren. Immer schön aufs Fressbrett drauf. Du da, du da. Ja. Ja. Holzfäller-Simulator. Ja. Zack. Zack. Immer noch zack. Wer bist du denn? Ah, egal, du bist weg. Da hinten stehen die ganze Bogenschützen. Ah, ich hab doch reingezoomt. Da ist einer drin. Töte den. So ist gut. Oh oh. Komm her. So, weg mit euch. Komm her. Macht euch doch bitte endlich vom Acker. Wie viele kommen denn dann noch die scheiß Wand hoch? Hallo, wo kommen die denn alle her? Zack, zack, zack. Jetzt kommen sogar schon die Fernkämpfer in den Nahkampf hinein. Oh, das war ein schöner Kopfschuss. Oh, da kommen als mehr und mehr. Aber egal, wir können sie ja noch abwehren. Solange das noch klappt, ist alles gut. Oh, wie schaut's hier aus bei euch? Soweit alles okay? Ja. So, hier stehen die ganzen Armbrustschützen, die nichts machen können. Wir könnten sie natürlich auch... Wir hätten sie auch weiter zurücklocken können. Und dann dort aufhalten. Aber naja, ich meine, so geht's ja auch. Wir können sie hier an der Wand relativ gut aufhalten. Ja, jetzt kommen die Elite-Kämpfer von den Kergiten. Na, komm schon. Hoch mit euch. Hoch mit euch. Weg mit euch. Auf den Sack. Oh, jetzt wird aber ganz viel gedrückt hier. Das nimmt kein Ende.
So viel dazu. Snipplende. Ja, genau. Knallt ihn weg. Angriff, Männer. Ihr kommt da nicht hoch, oder? Kommt mir so vor. Wo ist er denn? Ah, da kommt er hoch. Knallt ihn weg. Zack, zack, komm. Und? Ja! Ha, ha, ha. Was haben wir denn an Verlusten erlitten? 2 Nordhuskale verwundet. 9 zwardische Scharschützen. 3 getötet. Ein Bogenschützenveteran wurde getötet. Ein Armbrustschützen von den Zwarden. Ansonsten eigentlich nicht so viel. Die Verluste der Verbündeten halten sich in Grenzen und der Feind hat 222 Soldaten verwundet. Verloren und 22 verwundet oder so. Die Belagerung hält an. Ja. Sieht aber nicht so aus, wenn wir jetzt gerade mal so weiterziehen. Sicher, dass die Belagerung anhält? Ich sehe jetzt nichts. Ah, doch, da, der Sanjar Khan ist noch da. Der hat wenig Truppen. Den werden wir aufreiben. Den werden wir richtig aufreiben. Aber, jawohl, das war ja der Einzige, der irgendwie so ein bisschen was an Soldaten hatte in der anderen, also bei den Kirgiten. Deswegen, denke ich mal, dürfte das so der entscheidende Knackpunkt gewesen sein. Denn wenn er es nicht mal schafft, eine Burg einzunehmen, wie sollen es dann seine Lakaien machen? Aber das sehen wir dann erst in der nächsten Folge. Ich bedanke mich wie immer fürs Zuschauen und wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Also bis dahin, macht's gut und ciao.